Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video möchte ich über die verschiedenen Menschen reden, die auf Twitter unterwegs sind. Vielleicht kennt der ein oder andere diese Plattform. Ich möchte niemanden mit diesem Video beleidigen. Ich erkenne mich selbst in diesen ganzen Twitter-Usern, die ich euch gleich zeige, so ein bisschen wieder. Und ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, welcher Twitter-User ihr seid. Und falls ihr Bock auf noch eine weitere Folge habt, als wenn das schon so eine feststehende Serie ist. Dann, falls ihr auf noch ein weiteres Video dieser Art Bock habt, dann schreibt mir das mal in die Kommentare, weil ich habe, glaube ich, noch ein paar User, die ich noch nicht mit aufgeführt habe. Und ich würde sagen, ich wünsche euch jetzt einfach mal ganz viel Spaß mit dem Video. Los geht's! Der erste Twitter-User ist der, der wirklich alles postet. Wirklich alles. Und am besten noch mit einem Selfie, damit es noch glaubwürdiger rüberkommt. Egal, ob er gerade Blähungen hat, ob er gerade auf Toilette sitzt, ob sein Zug Verspätung hat oder ob seine Oma gerade gestorben ist. Er postet einfach alles. Gerade lese ich das 5. Buch diese Woche. Hahaha. Tweeten. Mir ist gerade eine Lampe kaputt gegangen. Hahaha. Es hat fast angefangen zu brennen. Tweeten. Ich sitze gerade auf dem Klo. Toiletten-Emoji, Kackwurst-Emoji, Lachsmiley. Tweeten. Und jetzt habe ich gerade gespült. Und kotzen das Smiley. Tweeten. Den nächsten Twitter-User kennen wir wahrscheinlich alle und wahrscheinlich hat jeder schon mal die ein oder andere Erfahrung mit ihm gemacht. Der Hater. Das ist jemand, der anscheinend etwas zu viel Aufmerksamkeit nötig hat und deswegen grundlos Menschen auf Twitter beleidigt. Am besten hat er auch noch so ein Profil, wo man nicht genau erkennt, wer ist das überhaupt? Hat nicht mal ein eigenes Bild drin. Der Username ist erstmal wahrscheinlich so 123 ZOB, Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Mr. Real oder irgendwie sowas. Du bist voll hässlich. Oh, ich hatte was Neues gepostet. Du ziehst das Kindern das Geld aus der Tasche. Wen nehme ich mir als nächstes vor? Ihr seid alle kacke. Deine Katze ist scheiße. Dein Essen ist scheiße. Jeder, der diesen Tweet liest, soll wissen, dass ich immer zweimal mehr Coolness habe als du. Tweeten. Den nächsten Twitter-User kennt wahrscheinlich auch jeder von uns. Der Weise. Was könnte ich jetzt twittern? Zeit für einen weisen Spruch. Siri, suche mir weise Sprüche. Alles Unheil dieser Welt geht davon aus, dass die Menschen nicht still in ihrer Kammer sitzen können. Verstehe ich nicht. Aus faulen Eiern werden keine Küken. Nein. Bei einer Kerze ist nicht das Wachs wichtig, sondern das Licht. Nein. Bescheidenheit ist der Anfang aller Vernunft. Der ist gut. Ich bin so weise. Ich denke, jeder von uns hat diesen Twitter-User mindestens einmal am Tag im Feed. Und zwar der, der natürlich immer diese weisen Sprüche postet, seien es Zitate oder selbst ausgedachte Sprüche, die wirklich so tief sind. Man kann denjenigen schon gar nicht mehr sehen. Aber gib es doch zu, du warst auch schon mal dieser Twitter-User. Da habe ich dich erwischt. Ja, ich weiß, ich war es auch schon mal. Den nächsten Twitter-User kennt ihr mit Sicherheit auch. Der Self-Promoter. Bei diesem Twitter-User gibt es aber auch zwei verschiedene Arten. Und zwar einmal der, der eigentlich gar keine eigenen Tweets selber postet, aber sein Facebook, sein Instagram und sein YouTube mit Twitter verbunden hat und deswegen immer nur die Benachrichtigung kommen, wenn ein neues Video online gestellt wurde, wenn ein neues Bild auf Instagram gepostet wurde oder wenn ein neuer Facebook-Post gemacht wurde. Aber auf der anderen Seite gibt es ja noch den Twitter-User, der den ganzen Tag damit beschäftigt ist, sich selbst zu promoten. Mein neues Video ist online. Schaut es euch an, gebt Daumen hoch und retweet, please. Tweeten. Ich habe gerade ein exklusives Instagram-Foto gepostet. Like und Follow wären nice. Tweeten. Jo Leute, wenn euch die Blume gefällt, dann schaut mein neues Video an. Jo Leute, mein neues Video ist online. Retweet und Favo wäre dope. Jo Leute, ich habe mir gerade einen Hamster gekauft. Folgt seinem Instagram-Channel. Jo Leute, hab gerade ein exklusives Snapchat-Foto gepostet. Folgt mir, ich heiße Shantitan. Wäre cool. Nein. Wäre cool AF. Der nächste User ist der Retweet und Favogeile. Leute, ich esse gerade Schokolade. Retweet, wenn du Schokolade magst. Tweeten.
Dieser User versucht um jeden Preis Favos und Retweets zu bekommen. Manchmal kommen dann so Tweets wie: Retweete, wenn du Krieg auch scheiße findest. Oder favorisiere diesen Tweet, wenn du Essen auch magst. Oder wenn man etwas postet und man bemerkt, okay, der Tweet bekommt nicht ganz so viel Aufmerksamkeit, wie ich es mir erhofft habe, dann wird einfach in regelmäßigen Abständen auf genau diesen Tweet mit anderen Tweets geantwortet, sodass er wieder ganz oben bei allen Menschen in der Timeline ankommt. Aber ich muss zugeben, das habe ich das ein oder andere Mal auch schon gemacht. Der nächste User, den kennen wir auch alle, den Weltverbesserer. Dieser Twitter-User hat immer etwas zu kritisieren und weiß, wie es eigentlich besser laufen würde. Egal, ob es um Umweltverschmutzung geht oder Tiere oder Essen oder irgendwelche Konzerne und Unternehmen. Er weiß es einfach immer besser und muss immer seinen Senf dazu abgeben. Okay, es wird Zeit, mal wieder allen Menschen zu sagen, wie man richtig lebt. Mein Tag heute war scheiße. Ich habe nur 3 Kindern das Leben retten können, anstatt 5 wie gestern. Tweeten! Und zu guter Letzt der Foodposter. Das ist der Twitter-User, der anscheinend möchte, dass alle im Netz wissen, dass er gerade lebensnotwendige Nahrung zu sich nimmt. Egal wie klein die Mahlzeit ist, egal wie sie aussieht, egal was es ist, es wird gepostet. Eine Schüssel Tomaten. Hashtag healthy, Hashtag vegan, Hashtag Mittagessen, Hashtag Lifestyle. Tweeten. Ich meine, jeder von uns postet immer Essensbilder, weil man mal sowas richtig Geiles vor sich stehen hat und man denkt sich so, boah, das müssen jetzt alle wissen, dass ich das esse und du isst das nicht, Bitch. Mhm. Aber dieser Twitter-User postet nicht nur ein Bild in der Woche, sondern er postet jeden Tag etwas. Ich esse gerade Frühstück und dann steht da vielleicht ein Glas Wasser oder so. Ich esse gerade Mittagessen, da können meinetwegen Steine liegen. Er postet einfach jedes verdammte Essen, was er zu sich nimmt. Jo. Das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welcher Twitter-User ihr seid und wie ihr mich vielleicht einschätzen würdet. Falls ihr mir noch nicht auf Twitter folgt, könnt ihr gerne machen. Ich heiße da Shanti Joanne Tan. Und falls ihr Bock habt auf noch eine Folge bzw. auf noch ein Video in dieser Art, dann schreibt es auch gerne in die Kommentare. Und bevor ich mich jetzt verabschiede, wollte ich euch noch kurz etwas zeigen. Und zwar wisst ihr vielleicht, falls ihr mir auf meinem Vlog-Channel folgt oder auf Snapchat, dass ich bei einem Kalender mitgewirkt habe und da eine Seite bekommen habe. Und dieser Kalender ist jetzt erhältlich. Und zwar sieht er so aus. Der Kalender heißt Silence Calendar und da sind noch 11 andere wunderschöne YouTube-Frauen mit dabei. Unter anderem ich. Falls ihr mich hier sehen könnt, dann schreibt mal in die Kommentare, wo ich bin. Dieser Kalender ist super hochwertig, kostet 20 Euro, was ein echt guter Preis ist für so einen krassen Kalender. Ich meine, wie riesig ist der bitte? Hier seht ihr nochmal die Motive und ich kann euch nochmal mein Motiv zeigen. Das hier ist mein Motiv, also mega krass. Ich glaube, ihr habt mich wahrscheinlich noch nie so auf so einem Foto gesehen, oder? Und ich meine, wann bekommt man schon mal die Chance, so ein geiles Foto zu haben? Wir haben mit dem lieben Claudio De Lucia geshootet und ich verlinke euch den Kalender auf jeden Fall nochmal in der Infobox. Schaut da auf jeden Fall vorbei, der Kalender ist auch für jedes Jahr gültig. Da stehen jetzt keine Wochentage dabei, sondern man kann den sich das ganze Jahr über aufhängen. Wenn ihr auf den Link klickt, den ich euch in die Infobox gepackt habe, dann könnt ihr auch nochmal ein paar andere Bilder sehen, die mit im Kalender sind. Wäre auf jeden Fall richtig cool, wenn sich einige von euch den Kalender dann bestellen und mir dann ein Foto schicken. Wie ich bei euch im Zimmer hänge. Oh mein Gott, so cool. Ja, könnt mir gerne dann Tweets schicken, passend zum Videothema. Yeah. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten. Bis dann, ciao. Die ist gerade wirklich kaputt gegangen. Scheiße, was mache ich jetzt? Dein fucking Ernst?